Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri. Und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Morgen, den wir hier auf diesem Leuchtturm verbringen. Wir können hier gerade den Sonnenaufgang beobachten. Ja, wunderschöne Aussicht aufs Meer. Und anders als ich zuletzt mir vorgestellt hatte, habe ich mich entschieden, dass wir uns jetzt doch nicht hier um diese Fragezeichen kümmern. Zum einen müssten wir da hinschwimmen. Zum anderen muss ich sagen, dass ich allmählich doch auch von Skellige verschwinden will. Also ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen Hauptquest erleben. Dann wird das mit den Fragezeichen allmählich ein bisschen zu viel. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt sofort aufbrechen, sondern ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, was Quests angeht. Und da möchte ich jetzt auch meinen Fokus drauf legen. Also so schön das ist mit dem vielen Erkunden. Aber ja, irgendwann reicht's auch mal. Stattdessen möchte ich eine andere Quest mir anschauen. Und zwar haben wir hier noch ein wertvolles Horn, das sollen wir zurückbringen. Das hat irgendein Dieb gestohlen. Und das ist nämlich hier in der Nähe von diesem Anschlagbrett. Da wollte ich ja sowieso noch hin. Außerdem befindet sich hier noch unser letzter Gwind-Gegner auf Skellige. Da würde ich gerne auch noch hin. Dann möchte ich außerdem diese Faustkampfgeschichte erledigen und auch das Pferderennen. Wahrscheinlich werden wir dann auch noch den Werwolf bekämpfen, weil es hier direkt auf derselben Insel ist. Aber ansonsten, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das ein oder andere einfach jetzt sein lassen. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Am besten, indem wir die Leiter verwenden. Da ist noch eine Leiter. Kletter, kletter. Und noch eine Leiter runter. Okay. Raus hier. Oh. Ist auch noch ein ganz schönes Stückchen bis dahin. Also 800 Meter, da könnten wir uns eigentlich fast Plötze holen. Das soll dann ein Stückchen lang reiten. Ein Tag Plötze. Lass uns einen kleinen Morgenausritt machen. Geralt sieht schon gar nichts mehr gegen das Licht. Ja, los, los. Oh Gott, Plötze. Bleib mal bitte auf dem Weg. Ja, sehr gut. Oh Gott, was ist das? Das sieht gefährlich aus. Würdest du bitte mal absteigen? Oh, das ist ein Gabelschwanz. Oha. Okay, Moment. Moment. Ein Gabelschwanz ist ein Drakonide. Und ein Drakonidenöl haben wir. Ansonsten hilft gegen den vermutlich Art. Mir selber würde wahrscheinlich Quen helfen. Jawohl, gut ausgewichen. Und der kriegt jetzt einfach die ganze Zeit aufs Maul, würde ich sagen. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Na, das hat doch gut geklappt. Level 30 Biester sind mittlerweile auch kein großes Problem mehr. Wir haben Gabelschwanzmutagen aufgenommen. Okay. Hier geht's die Stufen weiter runter. Ich glaube, Treppenstufen sind jetzt nicht unbedingt was für Plötze. Das werden wir mal zu Fuß runtergehen. Oh. Oh nee, hier sind schon wieder Wölfe. Mir bleibt doch nichts erspart, oder? Probieren es mal mit Art. Au. Okay, Moment. Ich glaube, mit Quen sind wir immer noch besser dran. Ich sehe überhaupt nicht, was ich hier gerade tun soll. Das ist so an Hängen manchmal ein bisschen schwierig. Aua. Hier auch. Biester, ey. Au. Alter. Also die setzen mir jetzt gerade ganz schön zu, muss ich sagen. Wow. Also ein paar habe ich ja auch schon erledigt, aber... Okay. Okay, geschafft. Puh. Das war jetzt doch ganz ordentlich. Äh,
Da oben muss noch was rumliegen. Hier muss ich auch noch einen erledigt haben, genau. Ich glaube, Geralt, der rottet hier gerade selbstständig den Wolf aus von den Inseln. Na gut. Aber wenn die einen auch immer angreifen müssen. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh, da vorne scheint noch eine schöne Höhle zu sein. Die werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Ja, erstmal geschützt. Oh, was auch immer. Oh, was haben wir da? Was sind das denn für Symbole? Sieht wieder mal ein bisschen gefährlich aus, was? Okay, wir nehmen mal die Fackel. Bis hier. Sieht es nicht unbedingt so aus, als gäbe es hier Monster. Sieht aber ziemlich gruselig aus. Okay. Ist das wieder so eine Art Kult oder so? Der hier so seine Basis hat? Da liegt auf jeden Fall schon mal ein Toter mit 15 Florin. Sonst noch was? Oh, hier ist noch ein Toter. Mit 27 Pilzen. Okay. Noch ein Toter. Warum sind hier so viele Tote, die hier einfach so rumsitzen? Kommen die hier zum Sterben her oder sterben sie, weil sie hier sind? Oh. Ein kleiner Schatz. Schwarzmagische Puppe können wir, glaube ich, mal liegen lassen. Die interessiert mich nicht. Ja, damit haben wir unseren kleinen Rundgang hier eigentlich beendet, ne? Doch, hier liegt noch irgendeine Leiche. Ein Trockenfisch. Na gut. Ja, interessant, sag ich mal. Interessant. Was auch immer das hier ist. Wir versuchen hier mal wieder rauszukommen. Betonung liegt auf Versuchen. Ja. Ah, hier hoch. Fackel können wir wegstecken. Gott, ist das hell. Boah. Also so komplett gegen das Licht. Das war jetzt wie das Licht am Ende des Tunnels. Ah. Guten Tag, liebe Ziege. Häschen. Oh, da sind schon wieder irgendwelche Monster. Wir können jetzt mal Plötze nochmal wieder herholen. Ich glaube, das sind wieder nur Wölfe. Plötze? Ach so, da. Weiter so, Plötze. Ja, weiter so, Plötze. Wir folgen weiter dem Weg. Oh, die Wölfe, ey. Die Wölfe machen mich irre. Ja, ich glaube, so nach diesem Bergkamm müssen wir langsam dann auch hoch. Oh Gott, was war das? Ich weiß es nicht. Es wäre wohl ein Monster gewesen. Wir haben es einfach ignoriert. So, wartet mal. Ich muss mal auf die Karte gucken. Wo sind wir denn hier? Okay, wir sind kurz davor. Gleich kommt der Hafen. Von was auch immer für einen Ort das ist. Schneller. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller besser ist hier. Lassen wir Plötze mal da stehen. Oh, gut, Plötze. Die können wir auch im Zirkus auftreten lassen, oder? Okay. Ah, hier gibt's schöne Boote. Ist das eine Höhle oder was ist das? Auf jeden Fall gibt es hier wieder feine Sachen. Oh. Das liegt hier einfach so rum, ja?
Das hat bisher noch keiner geholt. Oder sind es die hiesigen Schmugglerverstecke, die ich jetzt hier gerade ausplündere? Wache des Clan Drummond. Aha. Guten Tag. Das gießt. Es regnet Ragnarok auf uns. So ist das also. Ja, sehr schön. Lass mal gucken, was hier so abgeht. Sieh mal einer an. Ja, na, sieh mal einer an. Hier bin ich. Hafen von Holmstein. Ah, da sind auch Bootsbauer. Interessant. Hier vorne scheint ein Händler zu sein. Den würde ich gerne mal aufsuchen. Ist das er? Nee. Ach, der muss hier unten sein. Ah, ja. Ich sehe ihn schon. Vielleicht haben wir mal Regen gebraucht. Hier, Kaufmann. Oha, ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Aha, der weiß also schon, was ihm blüht, ja? Handeln wir ein wenig. Der ist ja einer. Der sagt, der ist nicht interessiert an meinem Schrott, aber kaufen du dann doch, ne? Hier so ein bisschen die Schädel und die Muscheln loswerden. Was haben wir denn da noch Interessantes wieder gefunden? Kaputte Maske des Uroboros. Oh ja. Und schaut mal hier. Felle des weißen Wolfs. Immer schön verkaufen. Ja, er hat leider nicht so interessante Sachen. Der meisterlich gefertigte Kavalleriesattel ist, glaube ich, 5 Ausdauer besser als mein jetziger, aber... Boah, serikanische Satteltaschen. Ist schon geil, was es alles gibt, aber vielleicht kriegen wir das auch anderweitig. Helden von Skellige, Otkell. Habe ich wohl noch nicht gelesen. Und Modolf haben wir auch noch nicht gelesen. Ich werde das mal kaufen, vielleicht ist ja was Interessantes drin, was wir rausfinden können. Ja. Und ansonsten werden wir mal mit ihm Karten spielen. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Oh, der mysteriöse Elf. Richtig, den haben wir ja bekommen. Der ist offenbar bei allen dabei. Umso besser. Tja, spiele ich nördliche Königreiche oder vielleicht mal wieder Skoyatel? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Werde ich mal wieder machen. Okay, er spielt auch Skoyatel. Das wird interessant. So, was haben wir denn so bekommen? Ciri ist dabei, okay. Er ist kartenmäßig eigentlich ganz okay. Ich glaube, ich werde mal die Finte los. Und ja, das behalten wir einfach mal so. Na, das wird interessant, diese Runde. Holt sich erstmal Karten. Das ist ja geil. Ich werde, glaube ich, erstmal was Kleines spielen. Chiara. Fernkampf, Nahkampf. Ich mache mal in den Fernkampf. Barclay Ailes. Ich habe lauter solche Charaktere, die man entweder oder einsetzen kann. Das ist ja lustig. Dafür habe ich aber kaum Rekrutierungskarten. Das wiederum finde ich nicht gut. Okay, der spielt hier das. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er noch ein bisschen mehr rausspielt. Ich werde den mal hier einsetzen. Die Ida Emean, okay. Ich meine, ich hätte auch noch was. Oh, ich habe eine gute Idee. Ich könnte hier die Verbrennenkarte einsetzen. Dann bringt ihm sein Horn des Kommandanten erstmal nichts mehr. Er spielt Milva. Okay. Naja. Also ich glaube, ich werde mal passen. Der hat zwar eine Karte mehr als ich jetzt. Ich glaube, ich habe schon was davon. Und spielt Ciri. Gut, die habe ich ja auch. Ciri gegen Ciri. Sessentessis. Hat er leider auch noch.
Okay. Ich spiele mal den Dolblatana-Speer. Er passt. Das heißt, mit einem weiteren davon könnte ich schon die Runde gewinnen. Heißt natürlich auch, dass ich jetzt zwei Karten weniger habe. Das ist ein bisschen unschön. Tja, Yevhen, mache ich mal den Fernkampf. Da jetzt keine speziellen Vorlieben, aber... Naja, okay, einen Hafgar-Heiler, den habe ich auch. Oh nee, der holt sich wieder Milva. Solche Karten habe ich jetzt halt nicht. Machen wir es mal so. Will ihn treten, Mert. Okay. Ja, ich meine, ich kann mir ja noch jemanden holen. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich die alle eingesetzt habe. Nehmen wir mal den hier. Oha. Hoffentlich hat der kein schlechtes Wetter. Er hat nur strömenden Regen. Gut, das ist ja kein Problem. Wir haben noch eine Sache, die wir machen können, nämlich das Horn des Kommandanten. Kann jetzt nichts mehr weitermachen. Gucken wir mal, dass er... Hoffentlich hat er nichts Vernünftiges mehr. Scheiße. Scheiße. Okay. Das war eine krachende Niederlage. Das müssen wir nochmal anders machen. Bin ich interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Okay. Das muss besser werden. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Ich weiß nicht, ob Scoia'tael wirklich so das Richtige für mich ist. Vielleicht, ich meine, wenn der Scoia'tael spielt, werde ich vielleicht eher die nördlichen Königreiche spielen. Aha, jetzt habe ich auch den mysteriösen Elf. Ich habe ein paar Heldenkarten, das ist gut. Kätwinischen Belagerungsexperten tauschen wir raus und sonst bleibe ich mal dabei. So, jetzt sind wir mal gespannt, was er macht. Ich hole mir weitere Karten. Sehr gut. Er hat den mysteriösen Elf auch, okay. Aber wir haben auch noch Dijkstra. Nochmal zwei Karten mehr. Zwergenscharmützler. Okay. Na, das ist schon plus 18. Ich meine, ich könnte ihn ein bisschen ärgern, indem ich hier schlechtes Wetter einsetze. Aber wozu? Ich glaube, lieber werde ich jetzt einmal hier diesen Drachenjäger einsetzen. Er hat gepasst. Tja, das ist jetzt meine Chance. Entweder ich versuche die Runde noch zu gewinnen, verliere natürlich einige Karten, oder ich lasse ihn einfach gewinnen und hätte eine Karte mehr. Also ich glaube, ich habe nichts davon, wenn ich jetzt schon gewinne. Ich werde mal passen. Er kommt da mit seinem Hafgar-Unterstützer. Ja, aber den können wir ihm ja gleich mal wieder abknüpfen. Ich werde das mal direkt verbrennen. So. Hat einen Hafgar-Unterstützer gehabt. Und er hat direkt gepasst. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach einmal die blauen Streifen spielen. Oder? Das ist eigentlich auch blöd, ne? Wir spielen Rittersporn. Bringt jetzt zwar nicht so viel mit seiner Spezialfähigkeit, aber okay. Gewinnen die Runde. Okay. Noch eine schöne Spezialfähigkeit für mich. Tja, dann fange ich mal an mit einem Triborg. Isengrim.
spielt er dagegen. Achso, naja, das können wir jetzt natürlich auch machen in der letzten Runde. Das war einfach erstmal hier ihn spielen. Jorvid hat er auch noch. Ja, ich werde mir Gaunter den mal weitermachen. Er hat noch eine Heldenkarte. Krass. Das ist heftig. Weil ich gegen die relativ wenig unternehmen kann. Okay. Verbrennt er mir die. Aber wir sind ja nicht ganz hilflos. Wir können ja Yennefer nehmen. Und uns wenigstens eine Balliste wiederholen. Dolblatana-Speer, okay. Dann kommt jetzt der Moment, in dem ich mal Volltest spiele. Es würde sich glatt lohnen, jetzt mal die klirrende Kälte auszuspielen, um seine Nahkämpfer ein bisschen zu ärgern. Er hat auch klirrende Kälte. Was ist das denn für ein Zug? Okay, das war's. Okay, gut. Dann können wir ja dieses Spiel beenden. Diesmal haben wir gewonnen. Alles klar. Na, das war jetzt ja meine Aktion. Elfenscharmützler. Schön. Gut. Irgendwo hier oben muss sich jetzt unsere Quest noch befinden, wo wir dieses gestohlene Horn zurückbringen sollen. Also wäre ja gespannt. Und das Anschlagbrett muss sich ja auch da oben befinden. Sieh an. Ja, sieh an. Ja, bleibt man aber auch fit, wenn man hier lebt, oder? Wenn man ständig von da unten nach da oben hochklettern muss. Vielleicht haben wir mal Regen gebraucht. Hier. War schon nass, als Anschlagbrett. Meine Katze geheult hat. Kräuter gegen die Schafseuche. Auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde. Ich bin sicher, dass der Clan Demon dahinter steckt. Mögen die Götter diese Hunde verdammen. Wer seine Herde nicht verlieren will, sollte meine spezielle Kräutermixtur kaufen und sie seinen Schafen verabreichen. Dann wird die Seuche sie verschonen. Roderick der Kalte. Mhm. Warnung! Hordor, Sohn des Kalvur, wurde dabei erwischt, wie er Nilfgaarder lebend für Lösegeld gefangen nahm. Ich persönlich habe ihm 50 Peitschenhiebe verpasst und dieselbe Bestrafung erwartet all jene, die Ähnliches tun. Die schwarzen Hunde sollen auf dem Schlachtfeld erschlagen werden, selbst wenn sie sich ergeben und Reichtümer versprechen. Wir machen keine Gefangenen. Udalric. Aha, Udalric hat hier auch was zu sagen, okay. Harald Thorstensson ist tot. Hört, am gestrigen Tage hörte das Herz von Harald Thorstensson, unserem Vater, Ehemann und vor allem Krieger von Clan Drummond aufzuschlagen. Obgleich er an 23 Beutezügen teilnahm und in 7 Kriegen kämpfte, starb er in seinem Bett. Möge ihm die Götter gnädig sein. Egil und Hilda. Aha. Ja, die mögen das irgendwie nicht, im Bett zu sterben, ne? Ein Duell um Gunnar. Halua und Skjell begehren beide Fallgeiers Tochter Gunnar. Selbige ist bereit, den stärkeren der beiden zu nehmen, also werden sich die Verehrer bis zum ersten Blutvergießen duellieren. So will es der Ältestenrat. Interessant. Vollbark wird vermisst. Mein 14 Jahre alter Sohn Vollbark ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich fürchte, er hat sich ohne meine Erlaubnis für einen Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet. Falls irgendjemand weiß, was mit ihm geschehen ist, sagt mir bitte Bescheid. Ulf. Na, hoffentlich hat er nur das gemacht. Ein Gebet für die Verstorbenen. Mitglieder des Clan Drummond. Der Drakar von Lars, dem Fuchs, ist vor der Küste Nilfgaards gesunken. Die gesamte Besatzung ist tot. Lasst uns zu den Göttern beten, um den Schmerz zu lindern und uns auf Rache zu besinnen. Der Ältestenrat. Okay. Sehr interessant, was wir hier wieder alles gelernt haben, aber keine neuen Quests, was ja auch sein Gutes hat. Und hier müsste sich der befinden, ist das Matthias? Ja.
Grüß dich, Reisender. Hallo. Ich habe dein gestohlenes Horn. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das waren keine bösen Männer. Ach so? Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Okay, der ist gar nicht so glücklich darüber. Das ist ja nicht zu fassen. Na gut, wir haben noch eine Sache zu erledigen hier, und zwar ist Lugos der Irre auch hier irgendwie. Und der würde mit uns Karten spielen, wie es aussieht. Da müssen wir noch diesen gebundenen Pfad hier hoch. Gibt es auch, glaube ich, keine Abkürzung, so wie das hier aussieht. Oh, was ist denn hier los? Wer weint hier? Such deine Abenteuer anderswo. Ja, einmal links herum. Und wieder rechts herum in diesen Serpentinen. Okay, krass befestigt. Ich höre schon irgendwelche unzufriedenen Hunde. Haben Sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, Held? Das kann ich öffnen. Ja. Okay. Oh, schaut mal, hier gibt's auf jeden Fall auch Priesterin einen Schmied. Sind furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Das ist doch mal cool. Hier gibt's auf jeden Fall Schmiede. Zeig mal. Hallo. Hallo. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Hier oh ja, unbedingt. Alles zu verkaufen? Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Ja. Sirikanische Sefare, Kriegsbeile aus Mahakam, virolidanische Kurzschwerter. Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Ja. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet, wie Muscheln. Klar. Und was bringt ihr so vom Plündern noch so mit? Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Gute Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugos dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Okay, interessant. Ja, zeig mal, was du hast. Zeig mir, was du hast. Okay, ein Rüstungsschmied. Mal gucken, was können wir ihm denn hier anbieten? Ja, dieser Speaker-Oak-Arketon zum Beispiel. Axtkämpferstiefel. Axtkämpferhandschuhe. Ah gut, das ist eine schwere Rüstung, die ziehe ich eh nicht an. Das kann meinetwegen alles weg. Und das sind ja diese Neckarlederstiefel, die uns dieser kleine Göttling geschenkt hat. Ja, können wir ja erstmal behalten. Sieht ganz witzig aus. Können wir bei dem noch was reparieren? Oh ja, wir sollten vielleicht unser Silberschwert verbessern. Das Stahlschwert auch eine gute Idee. Oh, schaut mal, unsere Rüstung hat auch ordentlich was abbekommen. Sehe ich gerade. Ja, sonst ist eigentlich noch alles okay. Sehr interessant. Auch mit ihm können wir eine Runde Gwind spielen. Das mache ich noch schnell. Ich habe Lust auf eine Partie Gwind. So, womit spielen wir denn mal? Vielleicht mal wieder nördliche Königreiche? Gegen Monster. Okay, was haben wir denn Feines? Wir haben... Oh Gott, wir haben keine Heldenkarten. Gut, also gutes Wetter nehmen wir mal raus. Ich habe auch nichts, womit ich weitere Karten organisieren kann. Das ist echt ein sehr durchschnittliches Blatt. Klärende Kälte ist gegen Monster nicht verkehrt. Ich werde mal ein Horn des Kommandanten entfernen. So, mal gucken, was er macht. Ein Werwolf spielt er erstmal. Gut, in der ersten Runde werde ich jetzt mal noch Kayra spielen hier. Eigentlich möchte ich, dass er möglichst früh
seine Lieblingskarten ausspielt. Jetzt hat er allerdings diese Runde erstmal einen Horn des Kommandanten drin. Das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger. Gut, wir könnten ihn natürlich ein bisschen ärgern später, indem man hier eine klirrende Kälte anlegt. Aber nehmen wir uns erstmal den Drachenjäger hier. Ein Erdgenius. Gaunter Odin vielleicht. Haben wir jetzt schon 18. Imlerit. Oha. Na, der geht ja gleich richtig ab. Ich werde jetzt auch mal ein Horn des Kommandanten spielen. Jetzt muss er erstmal versuchen, da drüber zu kommen. Er hat noch ein Horn des Kommandanten. Okay. Ja, wir müssen noch mindestens eine Karte spielen, um das auszugleichen. Und wenn ich jetzt noch Soltan spiele, dann passt er sogar die Runde. Was ja für mich nicht verkehrt ist, weil ich dann noch eine Karte dazu bekomme. Okay. Oh, sehr viel Belagerung. Ich hoffe, er hat keine Verbrennenkarte. Fangen wir mal mit einer Balliste an. Wieder ein Horn des Kommandanten hier hin, okay. Aber wie gesagt, wir können ihn ein bisschen ärgern mit der klirrenden Kälte. Ich meine, der wird diese Runde auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. Okay. Ja, da geht's nämlich auch schon los. Ja, wir tun erstmal so, als würde uns das nicht weiter interessieren. Die Mume hatte auch noch. Okay. Jetzt werde ich mal klirrende Kälte spielen. Er verbrennt mir tatsächlich die Karten. Ich habe es schon fast befürchtet, aber er hat jetzt nichts mehr. Und das heißt, wenn ich jetzt passe, dann verliere ich zwar die Runde, habe aber in der nächsten Runde auf jeden Fall noch was. So, Heilerin. Und hol mir dazu noch wieder die Balliste. Ja, und das habe ich auch schon gewonnen. Oha. Okay. Na, das war doch einigermaßen erfolgreich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mit Lugos im Gwind messen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.